Hello and welcome back to another Solving Mysteries of Cthulhu. Ja toll, jetzt komme ich mit zurück oder was? Wäre auch blöd, wenn da so ein Griff dran wäre, so. Eine Bodenplatte mit Griff. Das kann da wohl drunter sein. Ist das die andere Seite der Tür? Kann statt. The doorway is sealed by some mystical force. Ja, steck doch mal Messer rein, vielleicht geht das. Nee, natürlich nicht. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Hier gehe ich gleich hin. Oh, das sieht einladend aus, ne, mit diesen Bildern und irgendwelchen Dämonen. It won't open. It won't budge. It won't open. It won't budge. Ja, ja, die hier, habe ich ja gesagt, die öffne ich gleich jetzt. Oh. Oh. Pistolenmunition. Kann statt. Sag mal hier, das ist anscheinend ein Portal. Und so wie ich das Spiel kenne, wird das auch funktionieren. Weil das Spiel sich nicht viel aus Realismus macht. Fischmännchen. Fischmännchen. Oh, jetzt bin ich oben. Waren hier nicht zwei? Einen hattest du doch erledigt von unten, oder nicht? Kann sein, ich weiß es nicht mehr. Ich meine, einen hat's auch erledigt. This looks inviting. It looks like the diary of Robert Marsh. Das nicht die Ramona ist, dann weiß ich es auch nicht. Er schiebt sich voll die Filme. Wie krass. Aber wie die aussieht, ne? Ja, die wurde halt von diesem Viech zerlegt, ne? Ja. Ah, da noch eine Geheimfenster. Ja, noch eins. Ganz viele. 3, 4, 10, 8. Und 30. Das, die Dinger kennen wir doch noch. Nee, ich nicht. Da ist nichts hinter. Von hier, From the Dusty Mesa. Naja, die sahen schon noch ein bisschen anders aus. Ja, war das nicht auch so Dreiecke? War das nicht auch irgendwas? Ja, so aber die waren, aus Ästen. Ja. Und anders. Ja, ganz schön. Oh. Jetzt schiebt er sich wieder einen Film. Ich krieg gleich wieder Bewegungsunschärfe. Das klingt ja nicht gut. Gott sei Dank, dahinter kamen Schüsse her. Das Messer ist ein bisschen blutig, warum eigentlich? Ich hab doch niemanden abgestoßen. Abgestoßen vor allem, abgestochen. War vorher auch schon. Toll. Jetzt alles zu. Ja. It won't budge. Such noch ein bisschen, ich guck mal eben. Ah ja. From the Dusty Mesa. It won't budge. Hier war ja das erste Fenster. The fireplace is empty. From what I can figure, most of these volumes cover the occult. Hier muss doch irgendwas sein. Der Raum hier ist doch nicht umsonst. Take the shotgun near the gear and clockwork room. Was auch immer das heißt, aber irgendwo soll hier eine Schrotflinte rumliegen. If you're feeling nasty, use the rifle. Ah! What the fuck? Okay, das kam eben nicht. Wo soll die sein, die Shotgun? Near the Gear and Clockwork Room. Was ist denn ein Gear and Clockwork Room? Und wer macht immer wieder die Türen hinter mir zu? Huh. Put away any weapons if sanity is low.
The safe, the diary and the mystic forces. To translate the tablet in the room you need to... Da sind wir noch gar nicht. Hier könnte ich mir nur eine Shotgun vorstellen, aber... Hier ist auch keine. Gear and Clockwork Room. Ach, hier! Ah, hier ist noch ein Dingens. Hier war ich noch gar nicht. Oh, holy shit! Oh, nö. Jetzt kommen die von hinten. Ah. Ja. Besser gegen die Tür schießen. Holy shit. Einmal zumachen. Search everywhere. Ah. Das habe ich natürlich übersehen, war ja klar. Natürlich. Kann statt. Hä, warum ist der nicht tot? Will er mich verarschen? Ich habe das Gefühl, die kommen hier gleich wieder durch die Tür. Hm, das hört sich so an, ne? Mir gefällt es, dass die Maschinengewehre haben. Das könnte nämlich heißen, dass ich das irgendwann auch bekomme. So. Okay, aber was bringt mir das jetzt? Ich habe hier die Shotgun geholt. Ja, mehr nicht. Ja, du, ich aber kann dir den ganzen Text die vorlesen. Typen, nee, die Typen müssen ja irgendwo hergekommen sein. Das heißt, die haben irgendeine Tür geöffnet. Ja, muss ja. Die spawnen ja nicht einfach. Also, schon, aber... Wenn das Spiel ein bisschen Realismus nimmt, meine ich dann, dann müssen die ja irgendwo hergekommen sein. Das heißt, die haben hier irgendeine Tür aufgemacht. Aus irgendeiner Tür hier sind die gekommen, natürlich. Alter, voll am Explodieren hier. Ich krieg Plack. Seid ihr natürlich, die haben die Tür hinter sich wieder abgeschlossen. Wo kommt die denn jetzt her? Ja, vermutlich. Hätte ich es auch abgeschlossen. Oh, leck mich doch einer am Zuckerli. Alles zu hier. Aber wenigstens treffen sie mich nicht. Komm schon. Au. Ja, genau. Und er backt sich da bestimmt gleich noch durch. Durch die Regale oder so. Ich sollte mich vielleicht mal heilen. Ich wurde ein paar Mal getroffen. Ein, zwei Male. Egal. Da liegen ja überall Erste-Hilfe-Kästen. Das Blöde ist halt, dass man keine deutsche Komplettlösung findet. Du findest nur englische. Und das ist schwierig zu übersetzen. Ja, weil sich kein Deutscher die Mühe macht, die zu übersetzen, weil das Spiel einfach zu schlecht und zu alt ist. Das ist halt nicht das leichteste Spiel, ne? Ja, vermutlich wieder leer. Ich habe doch erst einmal geschossen gerade. So, das war's mit ihm. Die Tür da, die geht immer automatisch zu. Die verarscht mich voll. Die da bleibt offen. Warum soll das die Messer an? Ich weiß nicht, wo ein Tablet sein soll. Ist das so ein Tablet-PC? Steht hier auch nicht, ne? Hier steht nur, to translate the tablet in the room you need the invitation spell. Grab Robert Marsh's diary in the congregation room before meeting Ramona's ghost and use the year inside as combination to the first floor safe. Was? Da war doch kein Buch, was ich mitnehmen konnte. Ich weiß es nicht. Oh, ich übersehe hier alles, weil einfach nicht so wirklich markiert ist. Außer Munition, weißt du? Ah. Der Raum, bevor man zu Ramona kommt. Ramona! Angeblich. Ramona! Allerdings glaube ich nicht, dass du da irgendwas findest. Moment, habe ich nicht sogar schon aufgehoben? Nee. I don't have time to study these books. Das muss schon irgendwo offensichtlich rumliegen, eigentlich.
Na, da ist nichts. Es ist hier auch nichts. Du, keine Ahnung. Guck dich da nochmal um. Oder da. Some smokes and a desk lamp. Not much of any interest. There's nothing of interest in the drawer. Hier ist eine Tafel. A large mural is engraved with text from some ancient language. Books and ancient manuscripts. Oder ich hab's schon aufgehoben, das kann natürlich auch sein. Glaube ich nicht. Nee. Das ist ja das Tagebuch von ihm. Tagebuch des Robert Marsh. Ja, also hast du es aufgehoben. Ja, komm los. Och nö. Lies mal selber. Ich lese den nächsten Text. Okay. Die Übersetzung der Tafeln kommt gut voran. Bald werden die Worte von Vater Dagon uns ihrer Gesamtheit bekannt sein. Okay. Wie denjenigen unten in Chantchlei. Dann werden wir bewaffnet mit dem Wissen des göttlichen Zwecks in der Lage sein, auf gleicher Grundlage unseren Platz unter den Wellen einzunehmen. Und das große Vorhaben, das in Gang gesetzt wurde, wird man nach über 80 Jahren zu seinem Abschluss kommen. Also wird dann. Okay. Ladagon. Nee, das ist ein I. Ia Dagon, Ia also. Hydra, Ia Ia. Ia Dagon, Ia Hydra, Ia Da, Ia Ia. Armer Darwin. Dermaßen falsch zu liegen, denn die höheren Lebensformen sind diejenigen, die ins Meer zurückkehren und nicht diejenigen, die es verlassen haben, um das Land zu besiedeln. Und nach vielen Generationen, wenn die letzten Reste menschlichen Blutes aus unserer Rasse verschwinden werden, wird zum absoluten Wissen und absoluter Macht aufsteigen. Werden wir zum absoluten Wissen und absoluter Macht aufsteigen. In der Liebe und zu Diensten von Vater Dagon und Mutter Hydra. Warum klingelt jetzt hier ein Telefon? Das weiß ich nicht. Maul! Aber es bleibt noch viel zu tun, bis diese glorreiche Zukunft sichergestellt werden kann. Glorreiche Zukunft! Die Auswärtigen könnten immer noch alles verderben. Der eine, der wird geopfert, aber der andere, der gekommen ist, um nach ihm zu suchen, muss beiseite geschafft werden. Insmith muss ungestört bleiben, bis alles abgeschlossen ist. Das war's. Also das, was mein Vorfahre Obert bei seinem Tod im Jahre 1878 missachtete, wird mir nicht passieren. Wenn Sebastian doch nur so den Durchblick hätte, wie ich, seine Wissenschaft, seine Unternehmungen sind in der Oberflächenwelt, wie bedeutungslos sie doch sind. Sobald wir unseren Platz neben den Älteren eingenommen haben, werden seine Vorhaben unglaublich winzig erscheinen. Aber er war stumm gegenüber dem Wort von Dagon. Egal wie sehr ich mich auch bemühte, vielleicht erkennt er die Wahrheit, wenn er zurückkehrt, jetzt da die Übersetzung so weit fortgeschritten ist. Ja. Das war's. Ja, und jetzt? Weiß ich nicht. Buch von Dagon, das darfst du lesen. Dieses schwere Buch wurde mit der Hand geschrieben und ist gebunden. Auf dem Umschlag ist der Titel von Dagon geprägt. Es scheint ein religiöses Werk zu sein, das von einer Reihe uralter Tafeln übersetzt wurde. Es berichtet von einer Entität mit dem Namen Dagon, offenbar eine Art Meeresgott, und seiner Gemahlin Hydra. Sie sind die größten Mitglieder einer Unterwasserrasse, den Tiefenwesen, die sie mit Opfergaben und anderen Riten anbeten. Die Beschreibungen der Opfergaben sind besonders schockierend und es gibt Ausführungen zu Zaubersprüchen und anderen seltsamen Ritualen. Wenn dieses unglaubliche Manuskript der Wahrheit entspricht, reicht ihre Geschichte weit hinter die entferntesten menschlichen Ursprünge zurück in ein unvorstellbar weit entferntes Zeitalter. Einige Individuen sind dermaßen alt, dass sie miterlebt haben, wie Kontinente entstehen und vergehen, denn sie können nicht am Alter sterben wie Menschen. Vater Dagon und Mutter Hydra sind solche Wesen und werden für ihr Alter und ihre Größe sehr verehrt. Den größten Respekt haben sie jedoch für einen dunklen Gott mit dem Namen Großer Cthulhu, der angeblich in der Unterwasserstadt Rile liegt und träumt. Nein, er heißt Großer... Großer... Genau. Ja, das Buch wirkt unvollständig. Die letzten Kapitel brechen ab, als ob die Übersetzung nicht komplett vorgenommen worden wäre. Ah, und den hier darfst du auch noch, weil der ist auch nicht so lang. Der hat nur 2 Seiten. Alles klar. Die Auflage für alle Schwüre. Ia Dagon, ich unterwerfe mich dem esoterischen Orden von Dagon. Wenn ich diese geheiligten Schwüre verraten sollte, werde ich
von Ihnen gemäß den alten Gesetzen unter dem Ausmaß meiner Übertretung gerichtet und bestraft. Ia Dagon, der erste Schwur. Ia Dagon, ich schwöre, dass ich in allen Belangen den tiefen Wesen der Treue, die Treue halte. Ja. Ich werde mich nicht Ihrem Willen widersetzen und nicht Ihre Geheimnisse verraten. Der zweite Schwur. Ia Dagon, ich schwöre, dass ich den tiefen Wesen bestmöglich in allen Belangen dienen werde, wenn Sie mir Befehle erteilen. Der dritte Schwur. Ia Dagon, Ia Hydra. Ich nehme dieses Kind von Dagon und Hydra als meinen oder meinen Weib oder Ehegatten in mein Zuhause auf, um Kinder zu zeugen und aufzuziehen, damit die Rasse und der Glaube weiterhin gedeihen werden. Ah, ja. Okay. Und das heißt, wir kommen immer noch nicht weiter. Richtig. Lesen wir nochmal die Tafel da jetzt. I'll need to decipher the symbols to understand it. Na und? Ja. Mehr sagt er dazu jetzt auch nicht, ne? The Book of Dagon is missing a few of the symbols. It's a prayer of some sort, but I can't complete the translation. Ja, das ist scheiße. Ja, er kann die Übersetzung nicht komplettieren, aber die Fischmännchen, die Fischmännchen konnten das ja auch nicht. Auf jeden Fall hast du jetzt die Kombination für den Safe. Ach so, der Safe. Ja. Der war im ersten Stock. Ich bin im ersten Stock. Bist du? Dann such den Safe. I don't understand the symbols. I'll need to. According to the text, only a prayer to Dagon can break the seal. Nochmal was? According to the text, only a prayer to Dagon can break the seal. Ja, dann mach mal. Keine Ahnung. Ja. Dagon. Prayer. It won't budge. It won't budge. It won't budge. Okay, also ein Schwur zu Dagon. Ja, du musst erstmal den Safe öffnen. Ja, den komme ich aber nicht mehr dran. Doch, indem du überall das Dingsens springst, irgendwie. Da kann man irgendwie das Debris. The only way to get back into the first floor is jumping over the debris oder irgendwas stand da. Ah. Okay. Tada! 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 Und danach kannst du nämlich auch die blauen Türen öffnen. Soweit, wie ich das verstanden habe. Also der Code ist... Sag mir, wie man an den Code kommt. Es steht in dem Tagebuch drin. Oh. Es gab irgendeine Taste, womit man wieder so... Ach ja, Leertaste, genau. Springen. Macht ja Sinn. Tagebuch. Da kommt gut vor, bei wenn wir dann wissen wir gar nicht den Zweck. Das große Vorhaben dann über sein Leer da. Okay. Vielen Generationen, bleibt noch viel zu tun. 1878. Richtig. Und du fängst an im Uhrzeigersinn. Okay. Also mit der 1. 1878, also nee, ich hab wieder gegen den Uhrzeigersinn gedreht jetzt, ne? Nee, ich glaube nicht. Doch. Geh mal auf die 18, also 1 8, wie war das? 1878? 7, 8, ja, genau. Sagen wir zurück, nochmal vor. Zack. Yes, that's it. Yes, that's it. Yes. A pistol, a crumpled scroll of paper. And a heavily bound manuscript embossed with the word Ponapay. Ponapay. Ja, dann nimm mit. Habe ich jetzt eine bestimmte Pistole irgendwie? So eine Special Pistol? Nee, natürlich nicht. Nee, die Waffe musst du Mackie wiedergeben, wenn du ihn befreit hast. Ach so. Aber ich kann ihn ja noch nicht befreien. So, also ich weiß nicht, ob du jetzt schon die Türen öffnen kannst. The doorway is sealed, but it's a small stone plaque engraved. Kann sein, dass du das jetzt damit übersetzen kannst, mit dem, was du gefunden hast. Ich weiß ja nicht. According to the text, only a prayer to Dagon can break the seal. Ja, ich versuch's mal. Das heißt, ich muss wieder nach oben. Oh, Alter, dieses Rumgerenne. Und Jim? Hä? Mhm, genau, du musst wieder über die Storage Room Ladder nach oben klettern. Aber das gibt es alles erst im nächsten Part. Also, würde ich bis sagen, morgen. Ich save hier mal.
Und dann sehen wir uns morgen im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss, tschüss. Tschüss. Ja, speichern beenden. Dankeschön. Also du musst, so, jetzt bis morgen. Tschüss.